gebe mir ja echt Mühe mit den Videos. Und was machen die Weiber? Die veräppeln mich. Zeigst du dem Papa den Hintern? Shake, shake, shake. Shake, shake, shake. Shake your booty. Shake your booty. Guten Morgen, ich bin's, euer Stefan von Vegane Zeit. Es ist jetzt der dritte ganze Tag an der Ostsee. Heute ist Dienstag, es ist 7:30. Wir sind mal wieder seit 6 Uhr wach, weil das Kind wach geworden ist. Dann habe ich mich auch gleich hier in unserer Spannerdusche geduscht. Wir gehen jetzt frühstücken. Heute ist das Wetter ein bisschen besser. Zumindest ist es nicht so sehr windig wie gestern. Ich war auch gerade auch schon draußen, es ist echt sehr angenehm. Vielleicht gehen wir schwimmen, auf jeden Fall gehen wir erstmal ans Meer dann. Ich nehme euch natürlich immer mit. Schlafen und jetzt geht's an den Strand mit Papa und Oma, ne? Und Emily kommt auch mit. Ja. Ist ganz schön schwer. Mit Sachen, ne? Mit dem Kind. Das Kind wird auch langsam immer schwerer. Jetzt geht's an den Strand. Buddeln, ne? Buddeln. Nickerchen später, ich fühle mich wie gerädert. Irgendwie war das hinlegen überhaupt nicht gut. Mal gucken, ich denke mal, es wird bestimmt gleich wieder besser gehen. Wir gehen jetzt los. Wir wollen uns irgend so einen tropischen Garten anschauen. Keiner von uns weiß genau, was das wirklich ist. Aber wir werden ja sehen. Na dann, auf geht's, Murmel. Komm. Sagen, bin ich enttäuscht von diesem tropischen Garten. Das ist eher ein tropischer Zoo. Und der tropische Zoo bedeutet, Affen wohnen hier in so einer Hütte. Also der tropische Garten war irgendwie, fand ich jetzt, ein bisschen eine Enttäuschung. Wir haben mehr erwartet, ne? Aber gut, hat sich
Endeffekt war es nicht umsonst, es war zum Glück nicht weit weg. Ja, vielleicht war es auch eine Enttäuschung, weil ich jetzt umso mehr geredet bin irgendwie. Das nimmt heute überhaupt kein Ende. Zum Glück habe ich auch schon viel vom Video fertig, von dem Video hier. Dann denke ich mal, wird es heute nicht mehr bis 1 Uhr nachts gehen und ich kann mal ein bisschen mehr chillen. Aber es macht mir auch Spaß, also ich gebe mir echt Mühe. Ich bin ja auch noch am Lernen im Ganzen, deswegen brauche ich 4 bis 5 Stunden zum Schneiden. Aber ich denke, das kriege ich auch noch hin. Ich hoffe, die Videos haben euch gefallen. Wenn euch irgendwas nicht gefällt oder so, schreibt einfach mal unten drunter. Ich lerne ja noch. Und ja, jetzt geht's essen und dann ist der Tag eigentlich auch schon gelaufen. Ah, ja. Okay. Und sonst nicht? Also nur das oder? Ja, leider nur das. Okay, ja, ist kein Problem. Wir haben hier noch Vorspeise, noch Glasnudelsalat. Da können wir total schön schlagen. Auch gut. Was Glasnudelsalat, das war... Der steht hier. Ach, der steht hier. Und hier okay. Das ganze ganzen Kokos, so können Sie essen. Das hier ist saures Gemüse. Geht auch. Den Kartoffelsalat können Sie essen. Oliven, klar. Tomatensalat, die Cornichons. Ja gut, das ist... Balsamico-Dressing geht auch. Das ist mir ja schon. Und Salat. Dankeschön. Wie ihr gesehen habt, Glasnudelsalat gab es, Kartoffeln waren es mit irgendwelchen Gemüse und irgendeiner Soße. Hat ganz lecker geschmeckt, also gab es heute wirklich eine gute Auswahl. Das war jetzt der letzte Tag, der ist jetzt auch zu Ende. Deswegen war es das jetzt auch mit dem Video. Ich werde mich jetzt mal wieder an den Rechner setzen, für euch das Video fertig machen, damit es wieder morgen rechtzeitig hochgeladen werden kann. Morgen fahren wir nach Hause, aber morgen Abend wird es definitiv auch nochmal ein Video geben. Deswegen bleibt dran und abonniert meinen Channel hier unten, wo ihr mal drauf gucken, wo ich hinmachen muss, könnt ihr abonnieren. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen hoch freuen. Und dann hoffe ich, sieht man euch beim nächsten Mal wieder. Ciao, euer Stefan.